haben hier die Unterseite unseres Freundes. Der hat hier ungefähr viel Vergabelung, wie ihr seht. Und der geht jetzt hier vorne rein. Und hier ist unser ganzes Zeugs, was jetzt hier Airbag und Sitzheizung und was haben wir noch? Airbag, Sitzheizung und ich bin da, sprich Drucksensoren, die hier unten sich befinden, die wir jetzt abklemmen. So, und nun haben wir hier das ganze Steckerlinchen-Gedöns. Jetzt gehen wir erstmal hin und werden hier, das ist das Kabelchen oder der Kabelstrang, der jetzt kommt und zu unserem kleinen Kasten sich aufmacht. So, den können wir hier schon mal lösen. Auch auf der anderen Seite müssen wir den noch lösen. So, Fummel, Fummel. Jetzt seht ihr, guck mal jetzt. Jetzt kommt es gerade raus. Wlupp. Ne, jetzt kann es nach oben wegkommen. So, hier. Der ist jetzt frei. So, der ist jetzt gelöst von seinem System. Und jetzt haben wir hier noch die einzelnen Freunde am Start. Erster Stecker, der grüne. Der kommt auch später wieder ins Grüne rein. Dann haben wir die schwarzen. Schwarze Stecker. Einfach lösen. Ne, das hier ist einmal Sitzheizung, einmal Ich bin da System. Und jetzt kommen wir hier unten. Das hier ist, das gelbe ist der Airbag. So, den müssen wir erstmal entloggen. Das heißt. Wir müssen dieses Teil erstmal entloggen. Das heißt. Wie war das? Nach oben oder weg? Zur Seite weg. Der muss erstmal entsperrt werden und kann dann herausgezogen. Wir haben hier ein schwarzes Teil. Dieses schwarze Teil müssen wir erst nach oben bewegen. Zack. Und danach können wir ans gelbe Steckerlinchen fassen und dieses nach oben herausziehen. Das ist sehr schwergängig, okay? Meistens, sage ich jetzt mal. Das macht dann, also ihr müsst erst wirklich, ganz wichtig, zuerst am schwarzen nach oben ziehen. Und jetzt ziehen wir nicht am schwarzen weiter nach oben, sondern greifen um ans gelbe und ziehen dieses System dann raus. So, jetzt haben wir den Airbag getrennt und hier seht ihr nämlich das, wovon ich sprach. Wir können das nämlich hier nach unten bewegen und dann ist das verriegelt und wir sollten es vorher halt entriegeln und nach oben ziehen. So, alles cool. Und hier ist auch alles noch da, was wir brauchen. So, und das heißt, wir haben jetzt unseren Sitz getrennt vom Rest des Systems. So, was sehen wir hier? Fangen wir mit dem gelben Freund an. Der gelbe Freund ist unser Airbag-System. Rein, bis es klickt und dann einrasten. Das machen wir natürlich nur, wenn die Batterie abgeklemmt ist. Ansonsten könnte es dort zu Spannungsspitzen kommen. Schwarzer, zack, bis es klackt. Grüner, zack. Das ist einmal dann die Heizung und das andere ist Airbag ist das. Dann haben wir noch Heizung, dann haben wir elektrische Umsteller eventuell, dann bei euch könnte hier noch einer sein, etc. Also unterschiedlichste Komponenten dort verballert. So, was wir jetzt machen ist, wir kommen mit dem Stuhl jetzt auch noch ein bisschen näher hier ran und setzen hier diese Kabelhaltemechanismus auch wieder zurück. Ist alles eingeklipst, das läuft hier. Nice am Start. So, was jetzt natürlich noch fehlt, ist hier die Abdeckungsphase. Die Abdeckungsblubberphase kommt auch wieder zurück in Position.